Rein optisch ist der Lack vom bisherigen Tanklöschwagen der Weißenfelser Feuerwehr schon ab. Ist aber auch kein Wunder nach 28 Jahren und immerhin 74.000 gefahrenen Kilometern. Deswegen stand am vergangenen Freitag die Ablösung bereit. Großer Bahnhof in der Wache. Neben einer ganzen Reihe von großen und kleinen Feuerwehrmännern und Frauen waren auch die beiden Landtagsabgeordneten Elke Simon Kuch, CDU, und Rüdiger Erben, SPD, unter den Gästen. Immerhin hat das Land einen großen Teil der Anschaffungskosten in Höhe von 520.000 Euro übernommen. Den Schlüssel für das neue Tanklöschfahrzeug von MAN mit einem Aufbau der Firma Empel gab es aus den Händen von Weißenfels Oberbürgermeister Martin Papke. Gemeinsam mit seinem Sohn, der ein großer Feuerwehrfan ist, überreichte er den Fahrzeugschlüssel an Stadtwehrleiter Sebastian Busch. Im Anschluss an die offizielle Übergabe informierte uns der Stadtwehrleiter über die Details zum neuen Fahrzeug. Ja, in Dienst gestellt wird ein TLF 4000, das heißt Tanklöschfahrzeug. Hier haben wir 4200 Liter Wasser mit an Bord, 400 Liter Schaum. Wir können Verkehrsunfälle bearbeiten und natürlich Wasser, die Brände können wir bearbeiten damit. Die neue Technik begeisterte dann nicht nur die erwachsenen Gäste, sondern auch der Feuerwehrnachwuchs wollte ganz genau die neuen Tanker unter die Lupe nehmen. Der Stadtwehrleiter war dann doch etwas enttäuscht, ob der standardmäßigen Ausstattung durch eine Sammelbestellung der Feuerwehrfahrzeuge. Also liegt natürlich in der Natur der Sache, dass bei einer Landesbeschaffung, wo viele Fahrzeuge gleich beschafft werden müssen, einfach um die Stückzahl zu erreichen und die Preise niedrig zu halten, man nicht seine Sonderwünsche als Feuerwehr so konkret einbringen kann. Deswegen sind bei dem Fahrzeug kleinere Sachen nicht dabei, die wir uns bei einem eigenen Fahrzeug mit reingebaut hätten. Da fehlt ein bisschen Wasser, werden noch zwei Pressluftatmer mehr eingebaut in die Kabine. Und so sind es die kleinen Sachen, die natürlich dann nicht ganz zufriedenstellend sind. Aber wie gesagt, liegt in der Natur der Sache bei einer Landesbeschaffung und damit müssen wir leben. Mit dem neuen Fahrzeug wird auch die Zeit zum direkten Rettungseinsatz verkürzt. Richtig, also wir haben bei dem Fahrzeug vorher keine Möglichkeit gehabt, die Pressluftatmer, die es braucht, um Leute aus dem Brandrauch zu retten, während der Fahrt anzulegen. Das haben wir jetzt, die Möglichkeit mit dem neuen Fahrzeug. Entsprechend gewinnen wir Zeit, 2-3 Minuten, denn die Kameraden sind an einer Stelle fertig und können direkt die Leute retten aus der Brandwohnung. Also entsprechend ein Sicherheitsgewinn für die Bürger der Stadt. Somit erhält die Weißenfelser Wehr sozusagen ein Schweizer Taschenmesser auf Rädern. Nicht nur zum Löschen, sondern auch für den Einsatz bei Verkehrsunfällen. Dabei ist auffallend, dass die Rettungsscheren nicht mehr durch einen Generator mit Strom versorgt werden, sondern mit Hochleistungsakkus. Auch wieder ein Vorteil, um den Kameradinnen und Kameraden den Einsatz vor Ort zu erleichtern. Aber was wird denn nun mit dem alten Fahrzeug? Gibt es im Sinne der Nachhaltigkeit eine Weiternutzung? Das nutzen wir nochmal weiter. Unklar wie lange. Wenn der nächste Defekt eintritt, wird das sicherlich dann in die Versteigerung gegeben, aber in der Ortsfeuerwehr Leisling wird das noch weiter betrieben. Da ist natürlich die Einsatzfrequenz etwas niedriger als hier und entsprechend sind wir guter Hoffnung, dass es noch vielleicht 1-2 Jahre durchhält.